Die Rapper haben in den letzten Tagen viel über Capital Bra gesprochen. Sowohl alte Rap-Freunde wie zum Beispiel K.A. oder Massiv, als auch Leute, die weniger mit ihm zu tun haben, melden sich zu Wort. Nun wird ordentlich ausgepackt und Sachen erzählt, die man so nicht einfach überprüfen kann. Denn der Rapper, der aktuell in Thailand lebt, äußert sich zu keinem Vorwurf. Alle Statements hat er einfach so stehen gelassen und macht stattdessen weiterhin Musik, als wenn nichts wäre. Vor Gericht wird dann wahrscheinlich entschieden, wer was bekommt. Denn angeblich wird bei Bra Musik um 10 Millionen Euro gestritten. Auch Bösemann äußert sich zu diesem Thema. Er findet, dass Capi ein Verräter ist. In einer neuen Platzaxt-Folge packt er nun aus und behauptet, dass Capital Schutz bei einem Verwandten von ihm gesucht hat. Allerdings wurde der Rapper abgelehnt. Wann genau diese Geschichte stattgefunden haben soll, ist nicht bekannt. Hier gibt es auch einen kurzen Ausschnitt davon. Alles weitere findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. So auf die Art, ach was redet ihr da für Zeug und so, der Capital ist doch keine Snitch oder keine Ding oder keine oder keine oder sonst irgendwas. Ja. Ach so, meinst du jetzt für die Capi-Eistee-Trinker? Für die Capi-Community. Weißt du, aber da kann man mal sehen, was für Leute den feiern. Mit was, also was für Leute sich mit dem sozusagen identifizieren. Weißt du, wie ich meine? Guck mal, Leute, damit das mal, ich würde mal hier gerne mal eins klarstellen, von vornherein. Hier geht es nicht um die Musik, die er macht. Das interessiert mich nicht. Ich habe den Typ nicht gekannt bis vor, keine Ahnung, bis vor einem Jahr oder so. Ich wusste nicht, wer das ist. Da kann ich euch mal kurze Geschichte erzählen. Da warst du nicht dabei. Da war ich mit zwei Jungs in Berlin. Haben da was zu erledigen gehabt. Und bei der Gelegenheit haben wir dann auch unseren Cousin besucht. Also mein Cousin besucht, den Manni. An dieser Stelle geht ein fetter Gruß raus an dich. Hat uns dann auch da zum Abendessen eingeladen. Und so weiter und so fort. Und dann hat er uns da erzählt, da ist so ein Rapper, oder da war so ein Rapper, so ein kleiner, sagt er. Der ist jetzt voll berühmt und so, der wusste nicht mal so richtig seinen Namen. Der ist jetzt so voll berühmt. Da sagt einer mit der Käppi und so. Nein, der sagt so ein kleiner und so. Der macht Türen und so. Weiß mal, der Manni. Und dann sagt er, der ist mal in den Club gekommen, in Bricks, um genauer zu sein. Und dann hat den, dann sagt er, ich sehe den so einen Haufen, so einen Haufen, so, weißt du? Und sag so, aber geh mal weg, du. Und so, hat er nicht reingelassen. Und dann sagt der, wo mit mir war, einer, wo mit mir war, sagt er, meinst du den Capital Bra oder was? Und dann der, ja, genau, so ist sein, so, der Manni, ja, genau, so ist sein Rappername. Ach so, der wollte jetzt in den Club Bricks rein und der Manni hat gesagt, Alter, was ist das? Der Manni hat gesagt, du bist voll der Alter, was soll ich mit dir? Ja, der hat gesagt, Placko, wenn du ja, vergiss nicht, so weiß ich meine. Hat den halt nicht reingelassen. Und pass auf, der eine, wo ich nicht so, ich habe keine Ahnung, von wem du redest und so, woher soll ich das wissen? Ja. Weiß ich meine. Sagt der, der, du meinst den Capital Bra und so. Sagt er, ja, genau, das ist der Rapper, der ist jetzt voll bekannt geworden und so, sagt er. Okay. Aber sagt er, der, wo mit mir war, ich will jetzt hier keinen Namen nennen, sagt er, der hat. Da sag ich, wo weißt du, dass der nicht reingelassen oder dass es der ist? Da sagt er, das rappt er in so einem Lied, in so einem Song. Ach so, rappt er die Line, dass der nicht in den Club reingekommen ist und so. Krass. Und das war mein Cousin, der nicht reingelassen hat. genau. Der Brrr, der ist dann irgendwie mit dem Verwandten von uns, der den irgendwie kennt, ist zum Manni und hat den um Schutz gebeten. Also der Rapper war nicht dabei. Aber der andere ist gekommen und sagt, hey, da ist so ein Rapper, der heißt so und so. Der heißt so und so und der braucht also irgendwie ein bisschen Rücken und so weiter. Echt? Ja, und hat der Manni zu dem gesagt, wer meinst du wen? Dieser Rapper mit Mütze, diese hässliche Kleine, wo, so, diese Kleine ohne Zähne im Mund und so. Da sagt er, ja, genau. Kann ich mir vorstellen. Mario, weißt du, wie der abgeht? Ja, hey, ich mach, geh mal weg, Alter, geh mal weg mit dem, geh weg mit dem. Was will ich, will nichts zu tun mit dieser, Rapper, geh weg. Ja, geh weg mit dieser Rapper. Will ich nichts zu tun mit dieser Rapper. An die Rap-Check-Community, jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Glaubt ihr, dass Capital wirklich Schutz gesucht hat? Und was denkt ihr über das Statement von Bösemann? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.